zurück in der Realität. Und ich muss sagen, was für eine bezaubernde Theatervorstellung. Ich hoffe, sie wird auch irgendwann mal im Broadway aufgeführt. So. Wir sind wieder die ganz normale Alice aus der Realität, aus der... Meine Dame, Sie haben einen ziemlich krummen Rücken. Aber die meisten Proportionen der Damen hier stimmen irgendwie nicht richtig. Er schreit, aber ich höre ihn nicht schreien. Hm, Käse. Lecker. Gerade von der möchte ich garantiert ganz viel Käse kaufen. Na, Ohren aufgesperrt? Yo, hab mich umgetan. Momentan nichts zu machen. Wimmelt nur so vor Polypen da seit den dreckigen Morden. Wer war's denn? Wenn du sowas wissen willst, dann frag jemand anderen. Ist da heute jemand empfindlich? Bin doch nicht dein Hündchen. Kannst selber scheiß Laufbursche spielen. Freundlich, freundlich. Sind wir in so einem Nobelviertel oder was ist das hier? Ich Ihnen höchstens die Hand schütteln, Sir. Angesichts der Qualität der Ware. Wilton Judd Radcliffe. Ist wahrscheinlich Jay oder James. James wahrscheinlich, ne? James Radcliffe. Ja, wer ist da? Alice Little, Mr. Radcliffe. Ah, du bist zurück. Komm besser hoch. Achtung, Tür öffnen. Wunderschönes Haus. Das Ming-Vasen. Sieht alles so asiatisch eingerichtet aus. Auch mit diesem Raumteiler hier. Radcliffe, der aus spannenden Dröges machen kann, sagte, die gebogene Klinge sei ein... Was ist das? Ein Maitau-Katana des 16. Jahrhunderts und die kürzere ein Wakizashi. Beide Samurai-Waffen. Der scheint einen kleinen asiatischen Fable zu haben. Oh, da ist er. Und unser Hase. Sie haben mein Kaninchen. Hast deine Manieren vergessen? Was wohl sonst noch? Du hast es in Rutledge zurückgelassen, meine Liebe. Das hatten wir doch schon. Beleidigt, wie üblich. Triefend vor Dünkel und wirren Vorwürfen. Ich hätte ihr Kaninchen gestohlen. Lächerlicher Vorwand. Sie ist wieder wegen des Feuers hier. Das Einzige, worüber dieses verrückte Gör sprechen will. Laut meinem Bericht starb die Familie durch einen Unglücksfall. Sie will es nicht akzeptieren, kommt immer wieder mit ihren mörderischen Erinnerungen. Will unbedingt die Wahrheit erfahren. Wahr ist aber wohl, das Feuer brach in der Bibliothek aus, als die Katze eine Lampe umstieß. Eltern und Schwester wurden oben von den Flammen eingeschlossen. Ihre Schwester Lizzie schloss nicht mal die Tür auf. Starb im Bett. Dass die Katze schuld sein soll, macht sie rasend. Sie verneint es. Das macht keinen Sinn, kann nicht sein und so weiter. Stimmt. Ich hatte von Anfang an den Eindruck, Alice sei eine Pyromanin. Sie hatte diese Fixierung auf Feuer. Als ich einmal anmerkte, dass sie selbst vielleicht eine größere Rolle bei diesem Drama gespielt hat, bekam sie eine Art psychotischen Schub. Habe ich ihm den Kopf abgerissen? Ich wollte es.
Was von meinem Hirn übrig ist, wird explodieren. Ist es verrückt, für bessere Halluzinationen zu beten? Vielleicht ist es mein Schicksal, hier zu sterben. Wo sind wir denn jetzt? Alle bewegliche Habe verschwunden. Nichts als Staubflecken und Tabakgestank. Keine Spur vom Bericht des Leichenbeschauers. Geschweige denn vom Kaninchen. Verdammt. Hä? Sind wir in demselben Haus? Wie vorhin? Das sieht so aus, als wäre das dieselbe Gebäude. Wo sieht das hier ganz anders aus? War gerade was zum Anschauen. Moment. Hä? Ah, da. Ich bin mir sicher, dass ich bereits hier war. Und doch ist mir der Anblick nicht vertraut. Vielleicht wurde gebaut? Vielleicht war es Sommer? Vielleicht war ich zerstreut. Es schneit. Keine Menschenseele hier irgendwo zu entdecken. Oh, hier ist der Zupperich. Ein Pilz? Das kann nicht die Realität hier sein irgendwie. Was ist das? Der Zug. Dieser verfluchte Verfall, er zerstört das ganze Wunderland. Suchst du Zuflucht vor der bösen Welt? Vielleicht sehen die Dinge nur so aus, als wären sie die Hölle. Du bist kein guter Lügner. Und ich bin längst nicht so dumm. Aber eine etwas weniger katastrophale Welt wäre angenehm gewesen. Dieses komplette Desaster ist dein Werk und es wird noch schlimmer. Dein Zug folgt deinem höllischen Fahrplan. Tu etwas. Zeit wartet nicht. Die Veränderung hat eingesetzt. Dieser Zug versetzt mich in Angst und Schrecken, Katze. Such dir eine andere Aufgabe. Gibt es wirklich so wenig Hoffnung? Noch viel weniger. Und wenn die Angst dich lähmt, sind wir verloren. Tal der Verdammung. Oh, und es geht auch schon gleich los mit unseren ersten Gegnern. Natürlich kommt wieder mein Lieblings. Autsch. Oh, ich brauche etwas Platz. Schon böse. Au, 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 au. Ich vergesse immer den Schirm zu aktivieren. Damit hast du nicht gerechnet, nur du. Ja. Bam. Interagieren. Dann interagier mal. Eine Reise von 1000 Meilen beginnt mit einem ersten Schritt. Ein Schritt von der London Bridge könnte meine Reise beenden. Versagen als dein Vermächtnis? Ich hoffte, du seist mutiger. Wir sind mutig. Okay. Au. Eine Flasche noch. Und ich höre schon den nächsten bösen Gegner.
Aber das sind nur so kleine Spackos. Das schaffen wir. War ich da unten schon? Ja, ne? Da habe ich doch das Ding. Wow. Ich komme ja schon. Hallo. Freunde der Sonne. Das sieht ja echt unheimlich aus. Ich glaube, ich das erstmal gespielt habe, ich gedacht, dass ich schon das Spiel schon durch hätte, weil das sieht schon so fast so endemäßig aus hier alles. Dieser schwadige Sims scheint nur so schwach und substanzlos wie dein Vertrauen in ihn. Er wird dich tragen. Vertrau mir. Sollen, aber es hat trotzdem geklappt. Gott sei Dank. Flasche. Wir nähern uns nämlich jetzt, glaube ich, den dritten Kapitel. Und wenn mich nicht alles täuscht, sind es insgesamt 5. Ach ja, ich komme einfach zu dir runtergesprungen. Au! Oh, wir dürfen da gar nicht reinhüpfen. Das müsste jetzt eigentlich so die Zwischenwelt sein zum nächsten Kapitel. Weil es kommt ja eigentlich immer halt die Realitätswelt. Also erst immer so die der Einführung in die Realität oder durch die Realität. Dann kommt so eine Zwischenwelt und dann kommt man erst in der eigentlichen Welt überhaupt an. Ich weiß nicht, ob ich das richtig erklärt habe. Ah, unsere nächste und allerletzte neue Waffe. Und es ist die Teekanne. Geladen mit hochexplosivem Tee. Soeben erhalten. Aus der verrückten Hutmacher-Manufaktur Teekanone. Noch nie da gewesen. Was haben wir denn alles? Brandneu. Automatisierter Dampfablassdeckel. Schießverheerende Teegranaten. Druckmesser im Zifferblattdesign. Spontane Teeparty schmeißen. Ein Volltreffer. Patent am 27. Januar 1874. Domäne des Hutmachers Wunderland. Die Teekanone ist höchst probates Mittel bei Feindesgruppen. Je länger ein Schuss aufgeladen wird, desto größer ist der Radius des Einschlages. Die Teekanone kann schwache Strukturen aus der Ferne zerstören und du kannst mit dem Mausrohr aufwärts und Mausrohr abwärts zwischen Pfeffermühle und Teekanne wechseln. Die probieren wir doch mal gleich aus. Wie war das noch? Ah ja. Nee, erstmal wechseln. Bam! Auch die hat wie die Pfeffermühle so Ladezeiten. Ich finde die ist besonders gut bei schweren Gegnern, weil die echt Power hat. Oh oh. Bei solchen zum Beispiel. Die kann ich nicht anvisieren. Schluck mein Tee, Bösewicht. Okay, das hat jetzt nicht so viel gebracht, oder? Nein, wir werden gefressen. Okay, irgendwie bringt uns das gerade hier herzlich wenig. Au! Wir nehmen erstmal doch die Pfeffermühle. Wir müssen nämlich diese Köpfchen da wieder abschießen.
Oh, 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 nein, wir werden gefressen. Ja. Jetzt wird er böse. Ach, du großer Gott. Achso, wir müssen da hin. Wir müssen da schnell hin. Den hauen. Besser ist, glaube ich, das Schwert. Oh, weg, 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 weg. Haben wir es geschafft? Haben wir es geschafft? Ja. Sehr cool. Das ging eigentlich ganz flott. Sehr schön. Bam. Und die Haufen machen wir auch noch. Vielleicht ist da noch was drunter. Ja, hier euch kleinen Schleimknödel. Ich vermute, da kommt irgendwie nochmal wieder. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ich mache euch noch alle hier zu Schaschlik schnell. Schleim-Schaschlik. Ey. Au. Ich bin erschüttert. Sieh nur, was aus meinem schönen Tal geworden ist. Alle Dinge ändern sich mit der Zeit. Oft nicht zum Besseren. Oh, jetzt können wir hier auch runter. Dann gehen wir erstmal hier lang. Da gibt es noch eine Erinnerung. Katastrophen können alle Familien treffen, Miss Little. Der Schaden der einen kann natürlich der Vorteil einer anderen Familie sein. Und dasselbe gilt für ein überlebendes Familienmitglied, wenn du verstehst, was ich meine. Naja, wenn er das so meint, dass wir einen Vorteil dadurch haben, dass unsere Familie praktisch in den Flammen verreckt ist, kann ich seine Meinung nicht unbedingt teilen. Hä, was kommt denn da? Wieso bist du so viel? Achso, oh, nein! Achso, wir haben jetzt unsere neue Waffe. Damit zeigen wir immer, was eine Hake ist. Stirb! Ich hoffe, der geht jetzt dadurch ein bisschen besser. Und schneller vor allem. Okay. Oh ja, ich finde schon, dass das schneller geht. Ich weiß jetzt bloß nicht, ob das an der Teekanne gelegen hat oder weil ich das diesmal besser koordiniert habe als sonst. Ach ja. Ah. Was? Achso, die muss ich erst nochmal hier... Geh beiseite. Au. Oh. Au. 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 Bam.
denen sie das immer auspustet. Ich glaube, wir müssen es jetzt eigentlich auch gleich geschafft haben mit dieser Welt. Diesem Zwischen-Dingsbums. Obwohl. Oh nee, mit dem will ich gar nichts zu tun haben. Die ignoriere ich einfach konsequent. Finde ich ja noch schlimmer als alles andere. Ja, schießt mal weiter, wenn ihr da Bock drauf habt. Mir ist wurscht. Komme ich darauf? Ja. Gut. Eine Flasche noch. Und wie geht's weiter? Na gut. Au! Au! Komm, nerv nicht. Zeig dein wahres Gesicht, du Schurke. Achso. Verdammt. Der lebte noch. Hä? Wo ist er? Geht's weiter. Ich warte auf den Fahrstuhl. Ach, na super, jetzt kommt hier noch mal was ganz Tolles. Zur Abwechslung mal ein paar andere fiese, miese Dinger. Ups. Ups. Etwas. Haha, das hat gesessen. Hallo, stirb. Viech. Okay, ich brauche etwas Platz. Au! Mann! Geht doch. Ich bekämpfe ihn mit seinen eigenen Waffen. Och Mann, da hinten geht's ja schon wieder weiter. Er ist zu weit weg, ich kann ihn nicht... Jetzt. Ja, lala. Ich erschieße ihn jetzt einfach von hier. Ganz gemütlich. Du kannst mir hinten gar nichts. So. Ja, denkst du, hä? Versuch's erst gar nicht. Tja. So kann das ruhig öfter mal sein. Ganz entspannt. Achso, da geht's noch weiter. Noch mehr? Wo? Oh. Oh, das war's. Gott sei Dank. Doch wieder eine Waffe upgraden. Was ist das denn? Hier schweben die Zugabteile in der Luft. Oh, ich dachte schon.
schon, das wäre jetzt Levelende oder so. Oh, nerv doch nicht so. Na gut. Okay. Achso, jetzt kann man da erst hoch. Die musste man tatsächlich erst kaputt machen. Wo ist das Levelende? Wo ist das Levelende? Ach, nerv nicht. Noch so ein Handwurst. Ah, hier. Ich kann mich mal am Tüffel tun. Ups, wo bin ich? Au. Da hinten ist noch so ein Pfefferdings. Toll, wir werden angegriffen und können es dabei noch nicht mal wehren. Das ist ja ungerecht. Hier gibt es noch eine Erinnerung für uns. Ich habe eine Zigarette geraucht, Alice. Das war kein Spaß. Werd mal Tonpfeife probieren. Nein! Mietz, mietz! Der Anblick, die Ausdünstungen, der arge Klang. Was hast du gedacht, Alice? Nix. Gar nix. Oh. Okay. Ich habe keine Lust auf den. Ich mache jetzt, ich mache den jetzt nicht weiter. Nein. So, ich mache jetzt... Was? So. Ich mache nämlich jetzt erstmal Ende. Ich quäle mich jetzt mit dem dumm und dusselig und ich muss jetzt ins Bett. Ne? Machen wir das nächste Mal wieder. Tschüss!